Huch. Was habe ich jetzt gedrückt? Naja. Jo, willkommen zurück. Auf der nordfriesischen Marsch. Weiter geht's. Bisschen Kompost streuen jetzt mal. Außerdem steht meine Ernteflotte bereit. Wir haben es jetzt 16:30. Ja, es ist Hochsaison. Wir fangen das Arbeiten an. Passt schon. Weil mein Zeug ist erntereif. Ich muss noch düngen auf der 3. Das ist in Ordnung. 1 und 2 sind erntereif. Da werden wir Strohablage einschalten. Wir brauchen dringend wieder mehr Stroh. Im Mischfutter wie auch im Komposter. Da ist nämlich nichts mehr drin und ich brauche Kompost. Um hier die 6 weiterzumachen. Damit die noch was wird. Das heißt, wir werden jetzt mal loslegen und werden gleich mal die Drescherflotte in Angriff nehmen. Jetzt müssen wir nur den gleich mal stoppen, weil sonst wird es wahrscheinlich nichts. So. Du drehst bitte mal das ganze Ding um 90 Grad. Ja, das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Ein bisschen verschieben müssen wir es. Ja, ich mache in die äußeren... die äußeren Ränder, weil das eh nichts wird sonst. Das kriegt der Helfer nicht hin, das kann man vergessen. Entweder ist ihm da die Straße zu nah oder sonst hat er einen Furz im Bauch oder er landet im Graben und das hat ja alles keinen Sinn. Ich bin auch schon zu blöd. Naja gut, das liegt auch daran, dass ich überhaupt kein Lenkrad habe und ich hatte das Rückwärtsfahren schon immer den gehasst hier. Mit so einem Hänger. Und am schlimmsten ist, dass ich 2-3 Deichselhänger habe, die eigentlich auch noch wichtig sind. Die sind große... 100.000 Liter Hänger für also die eigentlich würden da nie 100.000 Liter reingehen, das sind die HKD im Prinzip 302 Krüger, aber halt in gemoddet, dass 100.000 reingehen, ist natürlich Bullshit, aber okay, lass mal gelten. So, weiter geht's. Sieht denn der eigentlich in der Innenansicht aus? Gar nicht mal schlecht. Da hat GPS, jawohl. Hier sehen wir gerade die Arbeitsgeschwindigkeit. So, dreh das Ganze bitte nochmal. Du musst hier ein bisschen, ich werde hier ein bisschen im Karree fahren müssen. Das ist ein bisschen nervig. Egal. Müssen wir gleich mal zur Palettenproduktion gucken. Ja, ich konnte noch ein bisschen was verkaufen. Was habe ich verkauft gestern noch? Ach ja, Palettenhackschnitzel. Also hier die gepressten Paletten. Ne? Die Sperrholzpaletten, die Bretterpaletten, die man ja dann weiter verbraucht, um alles mögliche andere zu machen. Zum Beispiel, warte mal, alles mögliche. Eigentlich nur Leerpaletten kann man daraus herstellen. Naja, ist ja egal. Ne? Also das Sägewerk stellt ja Bretterpaletten her. Das zählt als Hackschnitzel. Die habe ich verkauft. Beim Palettenverkauf logischerweise. Schweinefutter habe ich zweimal verkauft. Ich glaube, Kompost habe ich auch nochmal verkauft. Das war das. Mhm. Kriegt man das hin? Nee, du fährst schief rein, das ist schlecht. Fahr zurück. Oh shit, jetzt fahre ich scheiße. Ich habe genau in die falsche Richtung gelenkt. Super geil. Eigentlich müsste ich es doch mittlerweile wissen. Selbst mit Tastatur. Oh, jetzt bin ich viel zu weit rausgekommen. Ist doch zum Kotzen. Langsame Stücke, Kuni. So, jetzt. Los. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt rumreicht, mein Kompost. Könnte sein, dass es nicht reicht. Bin mir da nicht so ganz sicher. Wo ich mir sicher bin, ist, dass zwei Düngestufen werden. Hier gehen wir ein bisschen näher ran, glaube ich. Chip das mal. Ja, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Dann erwischt man nämlich das andere auch noch mit. Das ist, glaube ich, besser. So, und jetzt gibt es ein Abenteuer.
Oh, ich bin echt lernfähig. Na, da bin ich aber gespannt, ob... Nee, nee, ich bin nicht lernfähig. Naja, es geht. Es geht so. Nee, vergiss es, das habe ich verkackt. Naja. Der Club hat es ja auch verkackt. Aber wie mal wieder. Sind wir ja gewohnt. Ich hoffe ja trotzdem, dass wir das noch irgendwie schaffen, in der ersten Liga zu bleiben. Aber naja, gucken wir mal. So. Los geht's. Mach Speed und dann geht's los. 10.000 haben wir schon verbraucht. Naja. Aber es könnte reichen für einmal rum. Es könnte. Ach, halt doch die Klappe, jetzt meckerst du schon, oder was? Wenn du nicht einen an der Waffel hast. So, kippe es. Ja, das kannst du aber ein bisschen drehen, nee. So, bitte. Was willst denn du? Ich bin doch gar nicht im Ding drin. Ach so, doch, du hast gemeint, ich bin noch drin, deswegen beschwerst du dich. Bin ich schon drin? Nee, du warst noch nicht drin. Könnte sogar klappen, oder? Ja. Das sieht gut aus. Da ist vielleicht eine ganz kleine Lücke oben, wo nichts drin ist. Das ist nett. Das passt. Ja, die 5 und die 6 werden ja auch noch Gerste. Und ich habe schon gesagt, nach der Getreideparty machen wir große Maisparty. Wobei ich das wahrscheinlich größtenteils für Körnermais brauche. Weil Körnermais wird von den Schweinen akzeptiert, also von der Mischfutterstation, als Getreide. Es wird von der Saatgutproduktion akzeptiert als Getreide. Also. Und es ist viel billiger und guckt mehr bei rum. Ich brauche es nirgendwo anders. Also, dann nehmen wir Mais. Und machen dann halt Körnermais draus. Wir könnten dann auch häckseln, aber das kommt dann halt später mal. Jetzt im Moment häckseln wir halt einfach noch Gras. Was ist denn das für ein Bullshit? So, bitte. Es sagte der Arzt beim Anblick eines entzündeten Knies, das kann ja eiter werden. Und wenn ich mir hier so meine Fahrkünste angucke, dann denke ich mir, das kann auch eiter werden. Da eitert dann der Fuß, glaube ich, ins Pedal oder so. Oder die Hand hier in die Tastatur rein. Auch das ist natürlich möglich. So. Zack. So, dann haben wir eben die Grundrisse gemacht. Und jetzt bräuchten wir Nachschub, aber den haben wir eh noch nicht. Dazu müssen wir erstmal ein bisschen ernten. So, das machen wir jetzt gleich. 5 Uhr früh, da können wir ernten. Das können wir denen zumuten, den Anwohnern. Müssen sie mit leben. Naja, ist ja eh nur der Baumarkt hier. Außenrum ist nur Industrie. Zuckerfabrik. Zeltstoff. Mein Palettenlager. Scheißegal. Na, na, na. Ach so, Autosave. Ich hab nichts gesagt. Ja, da kommt nämlich jetzt überhaupt nichts mehr weiter, weil das kannst du ja vergessen. Ist ja nichts mehr drin. Ja, das hilft alles nichts. Oh, aber das reicht tatsächlich. Der würde dann stoppen und dann leicht zurückfahren und drehen. Müsste eigentlich schaffen. So, okay. Bleib mal da stehen, Junge. So, dich brauche ich noch nicht, weil ich habe gesagt, der Händler macht erst um 7 Uhr macht er auf, ne? Weil es aber vorher nicht. Da müssen wir warten. Den mache ich nicht jetzt. Das könnte ich jetzt machen, aber nö. Wichtig ist jetzt, da habe ich gesagt, ich verlade ein bisschen Mist. Auch das wäre wichtig, aber können wir jetzt vergessen, weil jetzt brauche ich die Hänger anderweitig. Oder ich spanne einen Schlepper um. Das könnte ich auch machen. Das geht natürlich, fällt mir gerade ein. Ich kann den Schlepper umspannen. Ist noch an der Arbeitsmodus? Ja. Ich war gerade nicht so sicher. So, die nächste bitte auch nehmen. Dankeschön. Was ist jetzt los? Warum arbeitet nicht? Warum arbeitet denn jetzt wieder nicht? Ach so, lass mich raten. Kackschnitzel voll.
Ja. Super. Ich müsste mal Hackschnitzel verkaufen. Ich habe nämlich da auch genug drin. Aber das war noch nicht gut genug vorhin. Also wirkliche Hackschnitzel, nicht die Bretterpaletten, ne, sondern Hackschnitzel. Ja. Komisch, mit dem LKW schaffe ich es besser. Ich irgendwie. Vielleicht sollte ich doch LKW-Fahrer werden. Da kriege ich natürlich jetzt nicht viel raus, wenn ich jetzt. Es geht mir jetzt darum. Ich würde jetzt ganz gerne. Ey, falsch rum. Jetzt habe ich falsch gedacht. Die Hackschnitzel hier aus der Produktion rausleeren. Die ja als Abfall entstehen. Das Problem an der Geschichte. Das wird nicht genug, was ich herauskriegen kann. So, schon voll. Toll. Jetzt stecke ich fest, oder was? Ernsthaft? Okay, doch nicht ernsthaft. Alles gut. Reicht natürlich nicht weit. Wieso steige ich aus? Ein LKW kann so. Wobei das auch Schmarrn ist. Wenn ich das manuell ankuppel, dann der LKW müsste auch manuell. Ne? Das ist ja logisch. Die ganzen Schläuche, das wird alles manuell angeschlossen. Also naja. Egal. Streiten wir uns mal nicht. Ich müsste die irgendwo hinbringen. Ich weiß aber nicht wohin. So. Erntezeit. Zufahren. Ist die Strohablage an? Oh fuck. Die soll schon an sein. Das hat er zuletzt gedroschen, dass keine Strohablage an war. Ach, habe ich mit dem den Mais gedroschen? Das kann sein. Bin mir nicht ganz sicher. Wie sehr ist denn das jetzt gedüngt? Ah, jetzt stehe ich ja sowieso. Ich brauche gar keine Angst haben, fällt mir gerade ein. Preise? Ja, steigt noch, das ist ja okay. Wie sehr ist denn das jetzt gedüngt? Nee, gewachsen meine ich, Blödmann. Ist noch nicht weiter, es passt. Also jetzt ist wirklich langsames Wachstum. Gut, bei der 3 muss ich noch warten. Das andere ist immer noch nicht gewachsen hier. Tja, schade. Ja, mein Gott, weiterfahren. Mach keinen Stress, Junge. Jetzt hast du einen Haufen hingelegt. Du bist vielleicht ein Pfeifenkopf. Ja, damit das nicht passiert, fährt der Helfer nämlich auch immer so ein kleines Stück vor und dann wieder zurück, wenn er wendet. Der wendet nicht auf der Stelle, damit nicht so ein Blödsinn passiert wie da hinten gerade, ne? Ja, ist okay. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Die Idee. Ach, der hat auch ein schönes GPS. Ist natürlich alles Blödsinn, ne? Es ist halt nur Optik. Aber es sieht gut, sieht doch schön aus, sieht doch gleich besser aus, wenn da irgendwas ein bisschen drin ist. Und ich glaube, das ist sogar animiert hier, der Gashebel und so Scherze. Wobei das auch Quatsch ist, weil der Hebel müsste eigentlich für die Walze sein. Und unten das müssten die Gaspedale und was sein. Aber naja, gut, ach, sich darüber zu streiten, ist es ja auch nicht wirklich wert. So, ich fahre einfach rotzfrech so raus. Nö, warte mal, fahr mal hoch, das passt schon. Achso, nee, Quatsch, ich muss dir irgendwie hier mal versuchen, ein Vorgewende zu fahren, damit ich den Helfer fahren lassen kann, und das wird witzig. Das ist ja immer das, was witzig ist, dass man den Helfer weiterfahren lassen kann. So, wir machen das mal. So, jetzt muss ich natürlich den Kurs kippen. Bisschen nach drinnen setzen wäre schon gut. So.
Schauen Sie mal, was Sie können. Ja, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Gut, gut. Jammer doch nicht jetzt schon. Oh, jetzt hast du es voll auf die Straße gekotzt. Naja, egal. Bist halt ein Horst. Nochmal kippen. Aber doch nicht so. Nicht so weit, Junge. Ja, das sieht ganz gut aus. Einschalten. Los. Und das steht eben jetzt an. Dreschen. Wobei ich diesmal mehr rauskriegen werde, logisch. Ist aber auch ganz gut, weil, ja, ich brauche das. Mir ist eben aufgefallen, was noch leer ist. Brauerei ist leer. Ich muss alles wieder füllen. Naja, egal. Passt schon. Ich glaube, die Brauerei war nämlich sogar vor der Mühle. In der Reihenfolge. Und ich will ja die Fabriken der Reihenfolge noch beliefern, ne? Tja. Außerdem ist mein Drescher gleich voll. Was ist denn das, Alter? Na, das lohnt sich. Cool. Aber es gibt nicht proportional genauso viel Stroh dazu. Eigentlich schade. Das wäre cool. Das kann ich jetzt echt gut gebrauchen. Ich glaube, den Ladewagen habe ich schon platziert, den Johnny-Ladewagen. Der soll ja für Stroh sein. Der fängt eher für Gras. Gras muss ich auch machen, Mensch. Also normales Gras, nicht nur Häckseln. Naja, habe einiges zu tun. Meine Schafe brauchen neue, Schweine brauchen auch wieder was zu essen. Jetzt fahren wir auch mal ein bisschen zurück und vermeiden mal diesen blödsinnigen Auswurf. Genau. So. Dann fahren wir unseren Zaun fest. Das ist natürlich auch nicht schlecht. So, jetzt kippen wir das. Verschieben das. Und fahren nach unten. Los geht's. So, und dann sind wir nämlich fertig. Dann können wir den... Nee, den können wir noch nicht, fällt mir gerade auf. Das kann ich vergessen. Ich habe da jetzt schon den Kamerad Helfer hinzuschicken. Oh. Oh. Scheiße, ich werde gar nicht bis unten kommen. Ach du Kacke. Das ist zu... Oder? Komme ich runter? Wow, ganz knapp. Alter. Mach jetzt gar keinen Scheiß. Nicht mehr. Stopp, Alter. Wow, ist das abartig. Heieiei. Das ist ja wohl hammerhart, ey. Das ist ein bisschen viel, aber gut. Ist ja in Ordnung, ne? Brauche ich ja. Mühle, Brauerei. Und ein bisschen was will ich ja auch immer auf Tasche haben. Im Silo, im Hofsilo. Und dann schalte ich dich erstmal aus. Da muss erstmal jemand hinkommen zum Abtanken. So, Nummer 2. Und dem fahre ich jetzt einfach hier mal das am Rand einfach vor. Das mache ich einfach selber. Ohne GPS auch, weil das brauche ich jetzt nicht. Ah, bei dem ist die Schrohablage noch an. Aha, dann habe ich mit dem anderen wahrscheinlich echt das Maisfeld getroffen. Brauche auch nicht ganz genau das komplette Feld, die komplette Breite nehmen von der Walze, vom Schneidwerk, weil... Den Rest kapiert er schon. Nur hier, wenn die Straße zu nah dran ist, dann ist er da zu dumm dazu, der Helfer. Das kriegt er nicht auf die Reihe. Dann würde er mir zurückfahren, der Idiot. Und hier, glaube ich, werde ich 2 Vorgewände machen müssen. Also 2 Reihen Vorgewände, so. Unten habe ich halt den Vorteil, dass ich bei dem anderen, beim Feldding, dass ich hier unten Platz habe. Da reicht eine Reihe. Weil da ist Platz zum Nachbarfeld. Und im Nachbarfeld würde er eh nichts kaputt fahren. Der Helfer fährt ja nichts kaputt. Naja. So, dann drehen wir uns mal bitte. Auch das mache ich jetzt einfach so. Ne? Also das mache ich jetzt ohne GPS. Das ist mir zu blöd. Oh, da habe ich auch arg gesaubeutelt. Da steht ja noch ganz schön viel. Ändern wir gleich. Habe ich eigentlich Licht an? Ich glaube, die Helfer würden auch kein Licht mehr anmachen.
denen wäre es schon viel zu hell. Oder haben sie das deaktiviert mittlerweile mit einem der letzten Updates? Weil normalerweise der Helfer hat eben immer Licht angemacht. Von 7 Uhr abends an oder 18 Uhr sogar schon. Egal ob es dunkel war, richtig, der hat sofort Licht angemacht. Bis frühs um 6 oder so hatte, haben die Licht an. Also irgendwie, naja. Ach Six, ich kann da gar keinen Helfer reinschicken. Ha 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 ha. Es ist zu früh. Naja, dann arbeite ich halt das Vorgewende und die Helfer stelle ich erst um 5, 6 Uhr an. Nur eine Stunde warten, hilft ja alles nichts. Ach so, ein Blödsinn, das habe ich gerade vergessen. So, jetzt hier runter, weil auch das wird er nicht hinkriegen. Ja, das ist natürlich ein bisschen nervig, ne? Vor allem, dass ich jetzt keinen Helfer einstellen kann. Aber das habe ich mir selber eingestellt in der Game Extension. Das will ich aber auch so haben. Na, weil ich meine, die sollen auch mal Freizeit haben. Wenn das nur so Horsts sind wie ich, so landwirtschaftliche Helfer, ja gut, dann lass die mal in Ruhe, ne? Dann arbeite ich halt selbst. Die stehen eigentlich noch relativ hoch, die Halme. In Wahrheit stehen die noch viel niedriger mittlerweile. Weil niemand braucht Strom. Weil die meisten, die voll auf Agrar stehen, auf Ackerbau, haben keine Tiere mehr. Und die Tiere haben, die haben keinen Ackerbau. Also die den Ackerbau haben, können das Stroh nicht verarbeiten. Die brauchen keinen Stroh. Niemand braucht Stroh. Und deswegen wird tatsächlich mittlerweile super klein gezüchtet. Also der scheiß Weizen, der hat überhaupt keinen Stroh mehr, überhaupt keinen Halm. Und es wird tatsächlich beim Häcksler, Drescher hinten schon klein gehäckselt, hinten rausgeballert. Und dann einfach wieder mit untergepflügt. Viel Spaß. Mach was draus. Na klar, es ist eine Düngergrundlage. Hast du die Nährstoffe, die Pflanze noch aufgenommen hat, ein Stück weit wieder drin? Natürlich nur ganz gering, aber oh, scheiße. Ich habe noch gedacht, ich schaff's nicht zu bremsen. Ich habe vergessen, dass ich oben erstmal hätte fertig machen müssen. Ich hätte ja oben erstmal zwei Reihen Vorgewände gleich fahren können. Das wäre gescheiter gewesen. Naja. Jetzt müssen wir halt ein bisschen anderen Blödsinn machen. Ja. Hätte ich ja erst richtig machen können gleich. Also wisst ihr, ich meine, dass ich gleich oben zwei, drei Reihen gefahren hätte und da hätte schön Platz gehabt, mit dem Trecker jetzt hinzufahren, um mich abzutanken. Ja, den Platz habe ich jetzt nicht so wirklich. Jetzt muss ich ein bisschen rangieren. Kriegen wir aber hin, wenn ich die Breite meines Schneidwerks ignoriere und mit dem Bandlaufwerk so nah wie möglich heranfahren, hier geht. So, jetzt ist die Frage, kommt dann der Schlepper da ran? Ach du Scheiße. Das könnte ein bisschen knapp werden. Schauen wir mal. So, und du könntest eigentlich Gülle holen. Weil Gärreste ist eh noch nicht die Welt drin, glaube ich. Da arbeitet schon wieder nichts mehr. Hm. 62% sind drin. Wenn ich jetzt aber anzerre, dann ja, ist weniger drin. Okay, lassen wir das. Ich hole Gülle. Ach so, ich hole überhaupt nichts, weil die Bremse drin ist. Und zwar für meinen Bioprozessor, ne? Damit ich da weiter noch ein bisschen was reinkriege. Da kriege ich Dünger, da kriege ich Flüssigdünger. Passt. Dann könnte ich sogar damit die Flüssigdüngerproduktion anwerfen. Wasser und Dünger rein und fertig. Ich glaube, mehr braucht man gar nicht bei den Flüssigdünger von ihm. Ist in Ordnung, weil ich brauche eben Flüssigdünger. Ich fahre mit der Spritze drüber. Ich bin hier kein Bio. Ist vielleicht nicht feine englische Art, aber Gewinnmaximierung, ja. Machen wir einen Geldhai. Geldhai-Landwirt. Passt schon. Eigentlich müsste ich... Ach, der hat sogar auch ein GPS. Bildschirm, also im Moment kein GPS eingeschalten, aber halt einen Computerbildschirm. So, wo war denn mehr? Bei den Schweinen, glaube ich. Wobei bei den Rindsviechern auch ganz gut Gülle drin war. Oha, hier ist ganz schönes Chaos. Ach, bin ich ein Horst? Die Gülle ist doch auf der anderen Seite. Die ist doch gar nicht auf der Seite, wo der Mist ist.
Düngerproduktion, Saatproduktion, was ist das noch, das dritte? Ach, das sind nur zwei, das sah gerade so komisch aus. Na gut. Wer Cosplay hat, das muss ich irgendwann mich nochmal reinfuchsen, weil ich glaube, das wäre echt praktisch auf der Karte. Oh fuck. Entschuldigung. Nee, abkippen will ich nicht. Ich will eigentlich ansaugen. Aha. Jetzt. Wie lecker das riecht hier. Habe ich hier eigentlich eine. Habe ich ja irgendwo eine Ansicht, wie viel da drin ist? Klar, wenn ich hier drin bin, ne? Natürlich. Oh, da geht aber viel rein. Boah. Frühstück. Um 5 Uhr früh so ein Duft. Bestimmt geil. Okay, lass mal dich erstmal da stehen. Du musst abtanken. Ja, ein neuer Tag beginnt, ne? Auf dem Kunihof. Große Erntezeit und eben jetzt auch wieder die Strohlager auffüllen, das ist wichtig. Das heißt Strohlager, ich brauche zwar ein bisschen was vom Stroh, aber das meiste brauche ich jetzt echt erstmal im Komposter, um dann wieder zu düngen, weiter düngen zu können. Das ist das Ziel. Das heißt, du kannst eigentlich auch gleich noch herkommen und fährst dem sofort hinterher. Ja, jetzt wäre halt irgendwie so ein Follow-Me-Cosplay, irgend so ein Blödsinn wäre schon praktisch, aber nee, lass mal jetzt noch kurz. So, hol dir das Stroh. Passt schon. Klappt, ja, was da jetzt liegen bleibt, ist mir egal. Also das, den Mini-Haufen nehme ich mit. Kannst hier gleich freiräumen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel gibt denn jetzt diese kleine Bahn? Vielleicht ist das doch prozentual, so viel wie das hier gerade schon rausballert. Wäre cool. Hätte ich jetzt nichts dagegen, ehrlich gesagt. Kann ich gebrauchen. Na gut, aber das Video ist wieder viel zu lang. 14 Minuten, mein Gott. Das wünschen sich manche Leute von Stalker und ich schaff's beim LS. Ohne Probleme. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich habe gedacht, ich zeige euch noch schnell den Kauf von neuen Geräten, weil ich habe da was Schönes im Kopf, aber das machen wir dann wohl im nächsten Part. Zusammen mit ja, Saat der nächsten Felder oder keine Ahnung, nee, so weit werde ich noch gar nicht sein. Ja doch, Saat der nächsten Felder, Kauf des neuen lustigen Teils. Mal gucken, wie gesagt, mit Gülle arbeiten können wir ja trotzdem. Es ist halt schade, dass wir dann echt wahr auf Wiesen so höllisch aufpassen müssen. Wir können nur dann Gülle fahren, wenn wir auch die Wiese gemäht haben. Und genauso ist es natürlich hier. Wir können Gülle fahren, nachdem wir abgeerntet haben, aber nicht mehr, wenn wir was angesät haben. Dank der Crop Destruction. Fruchtzerstörung. Heute will ich ja drin haben. Das passt schon. So. Schnauze, Junge. Okay. Ja, du bist noch nicht fällig. Du sowieso nicht. Du stehst da langweilig rum. Du musst das mal einsammeln. Oh, schade. Wo geht es hin? Ich nehme mal an, immer noch Hühnerhof, ne? Also, wir sehen uns beim nächsten Part beim Einkauf. Ein bisschen. Nee, Schlachterei, nee, das stimmt alles nicht. Da war sowieso nichts. Fischerei, nee, da war auch nichts. Eierhof. Braucht ihr noch Papier? Ah ja, unbedingt. Bis dann. Achso, Bremse lösen kann helfen.